Buongiorno, buonasera. Ich bin Roberta und machen wir heute Tiramisu. Tiramisu ist ein wunderschönes Dessert. Tiramisu bedeutet sie mi auch. Und jetzt, ich denke, wir brauchen ein bisschen Tiramisu in dieser Zeit. Tiramisu natürlich ist sehr bekannt Dessert. Gibt es verschiedene Geschichten, aber ich habe eine sehr romantische Geschichte gewählt. Und das sagt, dass im Ersten Weltkrieg in Italien versorgten die Frauen ihre Männer, bevor sie wieder in Front gingen, mit dieser Spice. So, das bedeutet, Tiramisu hat viel Energie auch, weil wir benutzen Eier, wir benutzen Zucker. So, wenn du brauchst Energie, du kannst ein Tiramisu machen. So, was brauchen wir für Tiramisu? Brauchen wir Savoiardi. Savoiardi sind Löffelbiscuits. Brauchen wir 300, dann schreibe ich 300 Gramm. Dann wir benutzen mascarpone. Hier in Deutschland gibt es ein fantastisches Mascarpone, in Rewe, in Netto, so, ist eine sehr gute Qualität. So, 500 Gramm. Dann brauchen wir Kakaopulver. Dann caffè espresso. Un caffè espresso muss kalt sein. Ich benutze natürlich Mocha. Aber wenn du keine Mocha hast, du kannst normale caffè benutzen. So, was ist wichtig, muss stark sein und ohne Zucker. Gibt es schon in Tiramisu gibt es schon viel Zucker. So, Kaffee muss ohne Zucker sein. Dann 4 super frische Eier. So, mascarpone, Kakao, Zucker, Kaffee. Normalerweise ich esse gerne Tiramisu ohne Alkohol. Normalerweise gibt es immer Bambini im Haus oder Leute, das mag keinen Alkohol. So, ich mache Tiramisu ohne Alkohol. Aber du kannst natürlich Alkohol benutzen, ist sehr gut, mit Rum zum Beispiel oder mit Marsala. Oder du kannst auch Aroma-Rum benutzen. So, das ist sehr schön Profumo. So, jetzt schreibe ich, vielleicht ist es besser, muss ich schreiben. So, Tiramisu. So, 4 Eier, 4 Löffel Zucker, dann Kakao Pulver, mascarpone, grammi, sorry, schreibe hier. So, Eier, Zucker, Pulver, mascarpone. Wenn du brauchst, ein bisschen Rum. So, jetzt Eigelb mit dem Zuckerweiß schaumig schlagen. So, wir nehmen zwei Schale. Ah, Kaffee, Momento. Ich habe Kaffee vergessen. Kaffee 200.
So, vier gelb. So machen. Wie man das Eisweiß von Eisgelb getrennt, es gibt drei Möglichkeiten. Guck mal, ich habe schon eine gemacht und diese auch. Viele Leute machen es so auch. Natürlich, meine Hände sind super sauber. Das ist sehr schön, guck mal. Ist perfekt. Das ist Nummer 2. Und dann gibt es eine dritte Möglichkeit. Du kannst die gelbe direkt nehmen. Voilà. Das ist perfekt, guck mal. Nur die gelbe. Sehr schön. Und so, wir machen normale. Sehr gut. So, wir beginnen mit die gelb, Eigelb. So, wir benutzen vier Eigelb, vier Löffel, aber zwei für die Gelb. Nur zwei, nicht vier, nur zwei. Ja. Ups. Mache ich mit eins, weil mit zwei ist es zu aggressiv. So ist es besser nur mit eins. Und langsam. Jetzt ist super gelb, aber muss ein bisschen weiß sein. Kannst du sehen, jetzt ist nicht so gelb, ist ein bisschen Creme-Farbe. Aber wir müssen ein bisschen mehr machen. Thank you.
Kannst du jetzt sehen, ist eine schöne Gelb und Creamy. Mache ich ein bisschen mehr mit den Händen. Das ist sehr gut, schon. Normalerweise, wenn du Bambino bist, in Italien, die Mama macht jeden Morgen gelbe Eier mit dem Zucker. Und das, du hast so viel Energie. Das ist wunderschön. Ich erinnere meine Mama immer um 7 Uhr. Roberta, Roberta, du musst deine Eier essen. Das ist darum, ich habe so viel Energie. So, jetzt ist sehr schön. Guck mal. Und dann, weißt du, was brauche ich? Ja. Mascarpone. Das ist sehr wichtig, Zeit. Guck mal, was mache ich. Weil Mascarpone, wir müssen nicht Mascarpone mit Elektrik. Wir müssen diese benutzen. Das ist besser, ist sehr besser. Du kannst diese benutzen oder diese. Lieber, ist lieber mit diesen Schneebesen oder Kochlöffel benutzen. So, da ich benutze diese. Das ist sehr alt. Meine Oma hat mir gegeben seit vielen, vielen Jahren. So, ich benutze diese. Zwei Mascarpone, 250 und 250, 500. Jetzt ein bisschen schnell. Wir müssen ein Creamy machen. Das ist schon wunderschön. Guck mal, welche wunderschöne Farbe. Und dann im Kühlschrank. Jetzt ist warm. So, im Winter du hast keine Probleme. Aber normalerweise, wenn warm ist, du vorbereitest Eigelb mit dem Zucker und dann in den Kühlschrank. Guck mal. Ist schon gut. Schöne Farbe, flüssig, keine Flüssigmaß. Ja. Ja, perfekt. So, jetzt im Kühlschrank. Sorry, ich muss probieren, das ist wunderschön, natürlich. Ist schon gut. So, im Kühlschrank. Und jetzt. So, Mascarpone haben wir schon gemacht. Und jetzt das. Eis, Weiß zu steifen, Schnee schlagen und unterreben.
So here, I give it an incline moment. This gerb is nicht schön, ein kleines Stück. Ja. Weg. Und jetzt zwei Löffel mit dem Zucker. So hier gibt es Eiweiß, zwei Löffel. Und wir wiederholen. Ah, natürlich, diese muss sauber sein. Wir müssen immer sauber arbeiten. Das ist sehr wichtig. Und jetzt nochmal. So, Eis. Eiweiß mit dem Zucker. Langsam erste oder Und gibt es zwei Varianten mit Tiramisu. Viele Leute benutzen keine Eiweiß, aber ich denke, es ist besser mit dem Eiweiß. Ist mehr creamy. Das ist super. Wir brauchen ein bisschen mehr Zeit für die Eisweiß. Das muss stark sein. Muss kompakt sein. Das ist fantastisch. Guck mal. Wunderschöne Farbe, flüssig. Noch ein bisschen mehr.
It's not liquid. It's not liquid, cook. It's not fertig. Bisschen mehr noch. Noch 2 Minuten und ist fertig. Ich denke am Ende, wir brauchen 1 Stunde. In 1 Stunde du kannst ein sehr gutes Tiramisu machen. Du kannst auch 40 Minuten machen, was ist sehr wichtig. Leider, du kannst keine Tiramisu essen, du machst und du isst. Nein, leider muss Minimum 3 Stunden, 2 Stunden, von 3 bis 6 Stunden im Kühlschrank sein. Oder über Nacht besser. So, jetzt ist ein bisschen mehr kompakt. Aber noch nicht perfekt. Wenn du kochst, wenn du machst, du musst Geduld haben. Immer. 2 Dinge. Meine Oma hat mir immer gesagt, Roberta, ricorda, erinnere. Du musst Geduld sein und du musst mit Amore kochen, machen. Und sie hat recht. Immer mit Liebe. So. Oh, perfetta, signori. Das bedeutet, ist perfekt. Super. So, jetzt im Kühlschrank auch. Nur einen Moment. Das ist kein Platz. Ja. Ups. Okay. Nur 1 Minute. Und dann Kaffee. Allora, il caffè, ich habe schon gesagt, muss kalt sein. So, wir brauchen jetzt eine große Schale, zum Beispiel diese. Weißt du, warum muss es groß sein? Weil wir müssen es so machen. Wenn klein ist, nur ein Stück, so, so groß. So, Kaffee. Kalter Kaffee, natürlich. Espresso, ohne Zucker, ich habe schon gesagt. So, jetzt wir nehmen die 2 Dinge.
Signori e signori, ora, yes, Boisman Koch, l'opera qui. Rirmussen, insomma. Wir machen langsam, weil muss flüssig bleiben. Wenn wir machen so schnell, ist nicht gut. Wir müssen ein bisschen langsam. Und mit Liebe. So ist mehr gut. Das ist fantastisch. Guck mal. Bellissimo. E buona. Ok. Das ist sehr gut, creamy. Perfetto. Und weißt du, was mache ich? Ein bisschen Aroma Marsala. Aber nur ein bisschen. In Kaffee. Eins, zwei, drei, vier. Basta. Genug. Buono. Das ist sehr super wichtig. Momento. Erste eine Lage Creme. Perfetto. Und was ist sehr wichtig? Das ist il Savoiardo. Hier gibt es Zucker und hier gibt es keinen Zucker. So, was machen wir? Erste Ding, wir müssen sehr schnell sein. Und hier ist der Zucker. So, der Zucker muss oben sein. Machen wir so oder machen wir so? Machen wir so. So, ein kalter Kaffee tunken, aber sehr schnell. Drei. Diese Tiramisu ist für 6, 8 Leute. Und hier gibt es Platz auch. Und weißt du, was ich mache? So, wir haben das erste so gemacht. Und dann mit Nummer 2. Ich habe gesehen, eine Koch benutzt auch Kakao. Zwischen einer Lage und der zweiten Lage, aber ich denke, das ist nicht schön. Kakaopulver nur am Ende.
Nicht jetzt. Das ist super lecker, eh? Perfetto. So, erste. Jetzt machen wir Nummer zwei. Immer sehr schnell. Zucker oben. Ich habe gesehen, auch gibt es diese kleinen Löffelbiskuits. Ich denke, sie sind französisch. Ich habe in Rewe, in vielen Supermärkten gesehen hier in Deutschland. Sind wie perfekt wie Löffelbiskuits, aber sind kleiner. So ist, ich denke, sind besser, das sind besser, ein bisschen groß. Sind kleine, diese französisch sind kleine und gibt es nicht so viele Zucker am Ende. Aber du kannst natürlich Tiramisu, du kannst mit verschiedenen Kuchen machen. Aber mit Savoiardo, mit diesem ist perfekt. Das ist das Original. So, Nummer zwei, immer schnell. Brauche ein bisschen mehr Kaffee, ich habe gemacht. 2 ml. Wenn du hast nicht genug Kaffee, du kannst auch ein bisschen, nur ein bisschen Wasser benutzen. Mit Kaffee natürlich. Kaltwasser. Ok, und jetzt? Was du musst machen? So, wir haben diese schon gemacht. Wir haben noch Mascarpone und Aglio. So, wir machen eine super kleine Tiramisu. Wir lassen das ist fertig. Ok, signori. Ich mache nicht voll. E lascio solo questo. So, signori, tiramisù. Jetzt, so
So natürlich von 2 bis 4 Stunden am besten sogar über Nacht kalt stellen. Und dann von dem servieren mit Kakaopulver bestreuen, so mit diese. Ich mache nicht jetzt, aber so Kühlschrank und dann wir machen so mit Kakao. Und dann Tiramisu, finito. Il Tiramisu è finito. Mit Pellicola, wir haben ein bisschen Pellicola. So Kühlschrank von 2 bis 4 Stunden oder über Nacht. Und jetzt wir machen eine super klein. Signori, il tiramisù è servito. Buon appetito! Ups. So machen wir auch. Ah, weißt du, was machen wir? Guck mal, wir haben diese super kleine, nur für 2 Leute, ein super kleine Tiramisu. So, wir haben 2 Tiramisu heute gemacht, das ist wunderschön, von der Volksschule. Gibt es so viele Leute noch hier? So, sie brauchen Energie. Sie müssen Tiramisu essen. So immer sehr kurz. 1, 2, 3. Lucy schreibt lecker. Ahmed würde gerne mitessen. René schreibt, Roberta, du bist einfach wundervoll. Oh, grazie, signore. Oh, signora. Und die Nina Hirschmann hat applaudiert. Leider, sie müssen morgen essen, signori e signore. È bellissimo, guardate. Die Sabine findet es auch lecker. Sì, Sabine, super lecker. Lecker und super einfach. Normale Leute würden sagen, oh, ist kompliziert, ist kompliziert. Ist nicht kompliziert. Wir brauchen nur 2 Dinge. Geduld und Liebe. Und Zutaten. So 3. So, questo per René finito. Così speciale, eh? Diese kleine tiramisù für 2 Leute è finito. Signori, buonissimo, super buono buono. Pellicola, chia. Wir haben ein bisschen Schmutzig gemacht, aber wir arbeiten so Schmutzig. Pellicola sempre. Ok, signore. Tiramisù numero 2, piccolino, kleine, finito. Fertig. Immer cacao pulvere. Eh? So, wir haben Tiramisu heute gemacht und Sie haben mich schon gefragt, gibt es verschiedene Tiramisu? Tiramisu, Classic Tiramisu ist für Winter ist besser, ist noch gut, aber normalerweise, ich mag es sehr gerne
Sommer Tiramisu mit Erdbeer. Ist super gut. Und hier natürlich in Bingen gibt es wunderschön Erdbeer. So wir konnten einen sehr guten Tiramisu für Sommer machen. Immer mit Mascarpone, aber mit Erdbeer. Oder mit Kaki auch. Ist sehr schön. Aber Kaki, ich habe leider noch nicht sehr gut Kaki gefunden. Sie fragen, welcher Wein passt? Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Normal hier in Bingen, wir haben wunderschön Wein, sehr gut Weißwein. So, ich denke, ist sehr gut mit einem Weißburgunder Feinherb. Das ist perfekt für Tiramisu. Und gibt es verschiedene hier in Bingen, in dieser Area gibt es verschiedene Weißburgunder. So, signori e signori, abbiamo finito, è alles fertig. Und wir sind immer hier in der Volkshochschule, wir arbeiten viele, viele, immer in diese so schlechte Zeit. So, wir müssen kompakt und positiv sein. Mein nächster Kurs ist am Juli. Ich hoffe, am Juli ist alles ist in Ordnung. Am 18. Juni, ja, und ist ein sehr interessanter Kurs. Wir haben schon letztes Jahr gemacht, viele Leute waren in diesem Kurs. Und ist italienisch Sauce. So, fantastico. Wir machen von 6 Uhr bis 3 Stunden, ja? Wir machen Carbonara. Carbonara kommt aus Rom. Rom ist meine Stadt.